So, liebe Leute, das könnte jetzt die letzte Folge werden und damit dann nochmal ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Wir gehen heute auf den Chef, auf den Herrn Rutschert. Rotbauer. So, der ist Geschichte, der Kollege. Aber wo ich vermute, ist der nochmal ordentlich an Leuten hat. Wobei der da hinten rumläuft. Also scheint er noch nicht zu wissen, dass wir vielleicht kommen. So, ich gehe mal kurz mal auf Dings. Wenn er da natürlich draußen rumlaufen würde, wäre es am einfachsten. Dann könnte ich von hier außen wegsnipern. Aber das kriege ich nicht hin. Doch, Moment. Ich muss wissen, was er bei sich trägt. Er ist tot. Aber die Mission ist noch nicht. Die Mission ist noch nicht zu Ende. Ich hole mir erstmal gerade die ganzen Munitionen hier. Dienstplan, operativer Überblick, okay. Ah ja gut, die ganzen 100%-Dinger mache ich nicht. Oh schön, der Panzer haben wir auch schon dort gekriegt. So, dann schleichen wir uns jetzt hier durch. Da wir ja sehr viele schon weggeholt haben. Vermute ich, dass es nicht so mega viel Präsenz heute entgegenschlägt. Ich glaube, diese drei, vier sind es, glaube ich, die ich gerade spontan sehe. Fünf. Könnten. Könnten. Die letzten sein. Wenn die jetzt alle kommen würden, wäre super. Die wissen also noch nicht, dass wir kommen. Fünf sind, sehe ich. Gerade nur spontan. Das sind fünf. Was perfekt wäre, weil das richtig wenig sind. Aber wir haben ja, wie gesagt, vorher, ziemlich am Anfang, schon einen heftigen Schwall an Feinden geholt. Wo sind die denn? Da oben? Ist ja blöd, dass sie nicht angezeigt werden, was die oben, wo die sind, etwa. Jägerkill. Na, komm doch ruhig her. Drei weg. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Vier weg. Was ist denn? Da ist der! Das könnte jetzt alle gewesen sein. Das könnten alle gewesen sein an Feinden. Ich bin aber noch nicht so sicher, liebe Leute. Ich bin mir noch nicht so sicher. Es wäre noch zu früh. Ich kenne dieses Spiel mittlerweile. Ich würde mir den Panzer jetzt gerade immer down kriegen. Bloß nicht irgendwie. Bloß nicht noch irgendeine Scheiße oder so an der Backe, dass jetzt auch noch der Panzer oder so auf mich ballert. Aha, sag ich doch. So, wenn ich Glück habe, zerstört der Panzer den Typen. Und das war der Plan gerade mit der Aktion. Das war mehr oder weniger der Plan an der Aktion.
Aber die beiden Autos sind Geschichte. So, hast du das schon oder was? Reiche Stadtplatz, okay, wir müssen also dahin. Okay, dann müssen wir dahin. Dann verschwinden wir mal hier. Ich glaube, diese Feinde sollte man nicht mehr so groß haben. Ich glaube, dann sind wir durch auch. Wir sollten so ziemlich alleine sein. Kann uns aber nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Mehr finde ich nicht. So, ich lebe wieder. Richtig? Dann durchweg rechts, ja. Okay, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ich habe dann aber auch alle optionalen Ziele. Also zumindest die, die auf der Karte angezeigt werden. Wir sind eigentlich durch mit dem Teil. Ah, schön, perfekt. Dann haben wir es. Haben wir gut gemacht, muss ich sagen. Muss ich sagen, das haben wir schon souverän, eigentlich tatsächlich sogar. Die Last haben wir zerstört. Sein Werk ist überall zu sehen. Ja, das war mir schon klar. Oh, wir sind. Nee, da kommen. Ich dachte, da kamen noch Kämpfer Feinde. Scheinbar aber nicht mehr. Ne, es waren, glaube ich, die Partisanen. Das waren, glaube ich, unsere Leute. Ja, wunderbar. Optionale Ziele 2 von 2. Die Herausforderung, herzlich willkommen. Mein Gott, scheiß was drauf. Habt doch das ja. Plan angeeignet. Dank der Hilfe der Partisanen war es mir möglich, in den Rotbaus Bunker einzudringen und wichtige Beweise zu Böhmens Plänen für die Rakete an mich zu bringen. Mit diesen Informationen können wir eine Strategieplanung Böhm hoffentlich aufhalten. Das ist schön. Ja, 77% haben wir die Mission geschafft. Wir müssen sogar Level 14 sein, ne? Yeah, wir haben es geschafft, liebe Leute. Sehr geil. Gut. Oder sind wir durch? Deine nächste Mission ist Festival Ailagra. Okay, also das ist die letzte. Warte mal, ich gucke gerade nach. Ja, es ist die letzte. Gut. Du hast General Böhms Plan, den Einmarsch der Alliierten ins italienische Festland zu verbinden, aufgedeckt. Der Raketenangriff soll von Böhms Festung irgendwo in den Berg von Ailagra aus gestartet werden. Du musst auch schon nach wichtigen Informationen halten und sicherstellen, dass die Raketen nicht zu mir zu retten sind. Versuche einen Weg zu finden, die Basis für alliierte Bomber zu markieren. Gut, dann würde ich sagen, wir haben Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann mit dieser letzten Mission. Und ja, bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.